Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Papst Franziskus hat einen Schlussstrich unter den Fall Theberts van Elst gezogen. Der umstrittene Bischof darf nicht in sein Amt in Limburg zurückkehren. Der Bischof stand vor allem wegen ausufernder Kosten für den Bau des neuen Bischofssitzes in der Kritik. Der heute vorgelegte Prüfbericht der Bischofskonferenz bestätigt, dass der 54-Jährige verantwortlich ist für die Kostenexplosion auf dem Domberg. Es war nur noch eine Frage der Zeit, somit keine Überraschung, dass Bischof Theberts van Elst nicht mehr in sein Amt zurückkehren würde. Zu schwer wogen die Vorwürfe, zu tiefgreifend der Vertrauensverlust. Nüchtern verkündete am Mittag der Sprecher des Vatikans, dass der Papst den Amtsverzicht des Bischofs annehme. Eine fruchtbare Ausübung des Amtes sei nicht mehr möglich. Erleichtert reagiert der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Es ist gut, dass der Papst heute eine Entscheidung herbeigeführt hat, die für das Bistum Limburg eine Zeit der Unsicherheit beendet und einen Aufbruch und Neubeginn möglich macht. Seine Glaubwürdigkeit hatte Theberts van Elst unter anderem wegen einer falschen eidesstattlichen Aussage zu einem Erste-Klasse-Flug nach Indien verloren. Auch im Bistum schuf er sich mit seiner autoritären Amtsführung viele Feinde. Und schließlich explodierten die Kosten für den Neubau seines bischöflichen Sitzes von gut 5 auf mehr als 30 Millionen Euro. Offen ist noch, was für eine Aufgabe Theberts van Elst in Zukunft ausfüllen wird. In Limburg übernimmt zunächst der Paderborner Weihbischof Manfred Grote kommissarisch die Geschäfte. Als erste Amtshandlung stellte er den Prüfbericht zu den Kosten des Limburger Bischofssitzes vor. Wir haben unseren Bericht schon verstanden und unseren Auftrag verstanden, richtig hinzugucken. Und da sind auch Fehler und Mängel entdeckt worden, die nicht hätten passieren dürfen. Theberts van Elst seien die ausufernden Baukosten bekannt gewesen, heißt es. Sie seien systematisch vertuscht worden und vor allem aufgrund seiner Wünsche und Aufträge entstanden. Die EU und die USA rücken im Zuge der Krim-Krise wieder näher zusammen. US-Präsident Obama traf sich in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Barroso und Ratspräsident Van Rompuy. Dabei betonte Obama, die Welt sei sicherer und gerechter, wenn Europa und Amerika zusammenstünden. Begonnen hatte der Besuch des Präsidenten in Belgien mit einem Besuch auf dem US-Soldatenfriedhof in Waregem. Es ist alles auf Symbolik angelegt. Der Besuch des Soldatenfriedhofs in Flandern erinnert nicht nur an die Toten des Ersten Weltkrieges, sondern auch an Waffenbrüderschaft, die notfalls auch in der Gegenwart besteht. Europa und Amerika gehören zusammen, sagt Barack Obama. Aber er verbindet dies später bei der EU auch mit Forderungen. Wenn wir uns gemeinsam verteidigen wollen, muss jeder dazu beitragen. Aber mir haben die geringeren Verteidigungsausgaben einiger NATO-Partner Sorgen gemacht. Die Lage in der Ukraine erinnert uns, unsere Freiheit gibt es nicht umsonst. Auch bei der NATO wird bekräftigt, dass Europa und Amerika zusammenstehen. Angesichts der jüngsten Ereignisse will das Bündnis bis zum Herbst seine Strategie grundsätzlich überprüfen. Andere haben Sorgen, dass in dieser außenpolitischen Lage andere Fragen unter die Räder geraten könnten. Sie demonstrieren gegen TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen, weil es Europas Standards bei Verbraucher- und Umweltschutz unterlaufen könnte. Doch auch hier halten Obama und seine Gastgeber gemeinsam dagegen. Unser Verhandlungsmandat erlaubt keinerlei Schwächung unserer Standards. Ich werde nichts unterschreiben, was den Verbraucher- oder Umweltschutz schwächt. Nach 3 Tagen Gipfeltreffen mit Obama fehlt es zwar an konkreten Ergebnissen, aber die immer wieder demonstrierte Gemeinsamkeit ist nicht nur ein starkes Symbol, sie ist ein klares politisches Signal an Russland. Ein Signal allerdings, das die Ukraine nicht wirklich einschließt. Sie gehört nun mal nicht zum Bündnis und das schließt bei allem Willen, sie politisch und wirtschaftlich zu unterstützen, militärischen Beistand aus. Die Bundesregierung hat eine Finanzreform für die gesetzlichen Krankenkassen auf den Weg gebracht. Damit könnten auf Versicherte mittelfristig höhere Ausgaben zukommen. Denn nach dem Gesetzentwurf müssen die Beschäftigten künftig steigende Kosten, etwa durch die Alterung der Bevölkerung, allein schultern. Zum Start der Reform 2015 allerdings könnten Millionen Versicherte zunächst von niedrigeren Beitragssätzen profitieren. Die Große Koalition ist heute genau 100 Tage im Amt und pünktlich zum Jubiläum legt Gesundheitsminister Gröhe eine Reform der Krankenkassen vor.
Geplant ist, dass der Beitragssatz der Krankenversicherung von 15,5 auf 14,6% sinkt. Davon zahlen je 7,3% Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es entfällt die sogenannte Kopfpauschale von 0,9%, die nur von den Versicherten erhoben wurde. Sie wird ersetzt durch einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenversicherung. Prämienzahlungen der Kassen wird es nicht mehr geben. Allein über die Beitragshöhe soll der Wettbewerb zwischen den Krankenversicherungen stattfinden. Wir machen mit diesem Gesetz die gesetzliche Krankenversicherung zukunftsfest und stärken ihre finanziellen Grundlagen. Da allerdings der Arbeitgeberbeitrag bei 7,3% festgeschrieben wird, werden zukünftige Kostensteigerungen allein die Versicherten über den Zusatzbeitrag bezahlen. Kritik der Linkspartei. Im Ergebnis wird es so sein, dass die Versicherten mittelfristig mehr belastet werden. Wir haben ein weiteres Weg von der paritätischen Finanzierung. Wie hoch der jeweilige Zusatzbeitrag einer Krankenversicherung sein wird, steht erst im Herbst fest. Wir werden Versicherte haben, die zahlen weniger als heute. Wir werden aber auch erleben, dass es welche gibt, die zahlen mehr als heute. Wie sich das genau verhält, ausgeglichen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das können wir heute noch nicht seriös sagen. Wenn das Gesetz zum 1. Januar 2015 in Kraft tritt, sollen die Versicherten ein Sonderkündigungsrecht erhalten, um in günstigere Kassen wechseln zu können. Die Bundesregierung will gegen Missbrauch von Sozialleistungen durch Zuwanderer aus der EU vorgehen. Innenminister de Maizière sprach heute von einem Problem, das bundesweit überschaubar sei, aber regional besorgniserregend. Er legte mit Arbeitsministerin Nahles einen Zwischenbericht vor, als Reaktion auf die Debatte über die Freizügigkeit für Bürger aus Rumänien und Bulgarien. Besonders betroffenen Kommunen sagte die Regierung finanzielle Hilfen zu. Rechtsverstöße sollen verschärft geahndet werden, etwa durch befristete Wiedereinreiseverbote. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben heute in mehreren Bundesländern vor allem die Berufspendler getroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr aufgerufen. Morgen werden auch Fernreisende die Auswirkungen des Ausstandes zu spüren bekommen. Dann soll an insgesamt 7 deutschen Flughäfen gestreikt werden. Die Lufthansa hat deshalb vorsorglich bereits fast 600 Flüge gestrichen. Verdi macht sich bereit für den vorläufigen Höhepunkt der Warnstreikwelle. Gegenüber des Vorstandsgebäudes des Flughafenbetreibers Fraport wird die Bühne für die Kundgebung stehen. Ab 3.30 Uhr wird am Frankfurter Flughafen 11 Stunden lang gestreikt. Die Reisenden wird ein Flughafen erwarten, der morgen früh nicht in der Lage sein wird, die Flugzeuge abzufertigen. Das heißt, es werden nur in ganz, ganz geringem Maße, wenn überhaupt, Abflüge stattfinden können. Betroffen wird vor allem das Be- und Entladen der Flugzeuge sein. Aber auch die Mitarbeiter am Check-in und an der Sicherheitskontrolle sind zum Streik aufgerufen. Verdi rechnet damit, dass sich mindestens ein Drittel der 6.000 Fraport-Mitarbeiter beteiligen wird. Neben dem größten deutschen Drehkreuz Frankfurt werden auch die Flughäfen Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart sowie München bestreikt. So erhöht die Gewerkschaft noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber. Die kritisieren die Warnstreiks als völlig unverhältnismäßig. Am stärksten betroffen ist die Lufthansa. Sie hat für morgen jeden dritten Flug, vor allem innerdeutsche, abgesagt. Für diese Fluggäste mobilisiert die Bahn all ihre Kapazitäten. Alle Züge, die zur Verfügung stehen, sind morgen in Bereitschaft, damit wir sie einsetzen können für das zusätzliche Reisendenaufkommen. Wer morgen vom Flieger auf die Bahn umsteigen will, kann sein Ticket bei seiner Fluglinie in einen Bahngutschein umtauschen. 14.30 Uhr soll der Streik beendet sein. Danach wird es noch eine ganze Weile dauern, bis es auch am Frankfurter Flughafen wieder normal läuft. Was tun, wenn der Flug nicht stattfindet oder sich stark verspätet? Einen Überblick über die Fluggastrechte geben wir Ihnen auf tagesschau.de. Die Sperre des Kurznachrichtendienstes Twitter in der Türkei soll wieder aufgehoben werden. Ein Gericht in Ankara gab einer entsprechenden Klage der Anwaltskammer statt. Die Regierung erklärte, die Entscheidung werde umgesetzt. Wann genau, ist allerdings noch offen. Ministerpräsident Erdogan hatte die Sperre in der vergangenen Woche angeordnet. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen ihn und seine Regierung, die zum Teil über Twitter verbreitet wurden. In Deutschland ist fast jede dritte der EU-weit geschützten Tierarten bedroht oder von starken Rückgängen betroffen. Das zeigt die bislang umfangreichste Bestandsaufnahme zur Lage der Natur, die Bundesumweltministerin Hendricks heute vorstellte. Als einer der Hauptgründe wird darin die Umwandlung von vergleichsweise artenreichen Wiesen und Weiden zu landwirtschaftlichen Nutzflächen angeführt.
Hendricks mahnte ein Umdenken an, vor allem beim großflächigen Anbau von Energiepflanzen wie Mais. Festakt in Berlin. Zur Stunde läuft die Feier zum 20-jährigen Gründungsjubiläum des Deutschlandradios. Bundespräsident Gauck würdigte den Sender in einer Rede als gelungenes Ergebnis der deutschen Einheit. Die Gründung 1994 sei keine leichte Geburt gewesen, so Gauck, da der Umgang mit dem Erbe des DDR-Hörfunks damals eine heikle Frage war. Heute sendet das Deutschlandradio 3 bundesweite Rundfunkprogramme. Der Kunstsammler Cornelius Gurlitt will alle Werke zurückgeben, die aus jüdischem Besitz gestohlen wurden. Das ergaben gemeinsame Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Danach ist der erst vor kurzem bekannt gewordene Salzburger Teil der Sammlung Gurlitt weit größer als bisher bekannt. Darunter Werke von Renoir, Monet und Liebermann. Erstmalig konnte nun ein Team des Rechercheverbundes Gemälde des neuen Fundes filmen. Lange hat die Welt diese Schätze nicht gesehen. 238 Kunstwerke von Weltrang im Wert von Millionen. Kunst, die lange als verschollen galt. Wie etwa die Waterloo Bridge von Monet, Renoirs Mann mit Pfeife oder dieses Gemälde von Gustave Courbet. Bilder zum Teil in schlechtem Zustand. Jahrzehntelang lagerten sie hier, versteckt in einem heruntergekommenen Haus mitten in einem Salzburger Vorort. Der Besitzer Cornelius Gurlitt hatte die Werke von seinem Vater, einem Kunsthändler, geerbt, der mit den Nazis Geschäfte machte. Gurlitts Berater wollen nun überprüfen lassen, ob sich unter diesen Werken auch Raubkunst befindet. Herr Gurlitt hat uns freie Hand gegeben, Bilder, die aus jüdischem Besitz entzogen wurden, den Besitzern bzw. dessen Nachfahren zurückzugeben. Noch ist unklar, wann und von wem die Herkunft der Bilder aus Salzburg erforscht werden soll. Auch eine vollständige Liste der Werke hält Gurlitt bislang unter Verschluss. Jüdische Organisationen sind skeptisch. Warum soll jemand, dessen Hauptinteresse gewesen ist, diese Bilder von der Öffentlichkeit fernzuhalten, von den wahren Anspruchstellern fernzuhalten, von den Holocaust-Überlebenden fernzuhalten, nun jetzt der große Aufklärer sein? Ein erstes Bild, die sitzende Frau von Matisse aus Gurlitts Wohnung in München, soll in diesen Tagen an seine jüdischen Eigentümer zurückgegeben werden. Ein Signal guten Willens oder nur ein Resultat öffentlichen Drucks? Das wird sich auch im Umgang mit den Salzburger Bildern zeigen. Der FC Bayern bleibt eine Klasse für sich. Durch den Sieg gestern Abend gegen Berlin holten sich die Münchner bereits am 27. Spieltag vorzeitig die deutsche Meisterschaft. So früh wie noch kein anderer Fußballverein. Am Nachmittag sind die Spieler wieder in München angekommen. Zur Belohnung hatten sie heute frei. Nur mit Mühe raffen sich die Bayern-Spieler heute auf, wenigstens ein paar Autogramme zu geben. Die Meisterfeier muss anstrengend gewesen sein. Für Interviews fehlt einfach die Kraft. Meiner Meinung nach, wenn du gewinnst einen Titel, den wichtigsten Titel auf dieser Saison, wir müssen in der Lage sein, um gut zu feiern. Der Wunsch des Trainers ist für die Spieler Befehl. Also feiert der deutsche Meister ausgelassen und ausgiebig. Erst im Stadion, dann in einem Szenelokal in Berlin-Mitte bis spät in die Nacht. So berauscht ist der FC Bayern von seiner Leistung. Ich bin überglücklich. Es ist wieder ein Traum in Erfüllung gegangen. Es ist etwas, was man sich vor der Saison vornimmt. Und dass das dann wahr wird, ist einfach unglaublich. Der 24. Titel, die früheste Meisterschaft und immer noch ungeschlagen in dieser Saison. Der FC Bayern ist die Referenz im deutschen Fußball und stellt immer neue Maßstäbe auf. Der Willen ist immer da und auch um uns zu verbessern und um dominant zu bleiben. Und wir haben einfach unsere Ziele und wir wollen Titel gewinnen und so lange wie möglich durchhalten. Ja. Aber heute ist Entspannung angesagt und Familienglück. Die Lottozahlen. 3, 22, 30, 36, 38, 43, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. März. Das Hoch über Skandinavien dehnt sich in den nächsten Tagen aus und verdrängt die Tiefdruckgebiete. Dabei gelangt auch wärmere Luft zu uns. Heute Nacht klingen letzte Schauer ab. Zum Teil ziehen noch Wolken durch, vielerorts klart der Himmel aber auf. Vor allem im Süden und Südwesten bildet sich örtlich Nebel. Außerdem ist Glätte durch reif oder überfrierende Nässe möglich.
Morgen scheint in vielen Regionen die Sonne. Insbesondere im Südwesten und im Nordosten gibt es auch mal dichtere Wolken. Regen bleibt aber die Ausnahme. Der Wind weht im Norden und Osten zum Teil frisch, mit starken, auf den Bergen auch stürmischen Böen. Die Temperaturen: in der Nacht plus 4 Grad auf den Nordseeinseln bis minus 8 in einigen Alpentälern. Morgen werden zwischen 9 und 16 Grad erreicht, auf Rügen maximal 5. Am Freitag gibt es im Norden und Osten teilweise kompakte Wolken und örtlich etwas Regen, sonst aber viel Sonnenschein. Am Wochenende ist es im ganzen Land überwiegend sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen zum Teil über 20 Grad. Im Nordosten bleibt es kühler. Um 22.15 Uhr fragt Karin Mjoska in den Tagesthemen, wie viel Beutekunst steckt in dem Salzburger Gurlitzschatz und warum der Papst das Rücktrittsgesuch von Theberts van Elst angenommen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.